Und jetzt raten Sie doch mal, wer heute da ist. Na, kommen Sie nie drauf. Das schönste 2G-Publikum der Welt, meine Damen und Herren, ist hier. Ja. Geimpft oder genesen. Und top gelaunt. Vielen Dank. Dankeschön. Ja. Ich neige nicht zum Schleim, aber ganz ehrlich, für mich seid ihr jetzt schon das beste Publikum, das wir die letzten anderthalb Jahre hier hatten. Wirklich. Und Sie kommen genau rechtzeitig, und zwar zur Geburt der Ampel. Rot-gelb-grüner Rauch über Berlin. Habemus Ampel. Ja, ja. Haben Sie sicher verfolgt heute. Ab nächster Woche schon Koalitionsverhandlungen. Das ist Rekord. So, was steht in dem heute veröffentlichten Ampelplan? Da steht Mindestlohn 12 Euro. Schuldenbremse bleibt, investiert wird trotzdem. Wird schon. Klimaschädliche Subventionen werden hoffentlich gestrichen. Dafür gibt es kein Tempolimit. Und ein Kohleausstieg schon 2030 wird, sagen wir mal, angestrebt. Jetzt sickern also auch mal Inhalte durch. Und die Medien haben endlich was Substanzielles zu berichten. Heute Morgen bei Beginn der Gespräche dachte ich noch kurz, die senden vom roten Teppich in Cannes. Da ist er, guck mal, Winfried Kretschmann zu mir sehen, Annalena Baerbock. Jetzt geht er übrigens rein ins Gebäude. Was tut sich jetzt? Lars Klingbeil. Da ist Karin Göring-Eckert, da sehen wir noch Robert Habeck. Sagt sie was, sagt sie nichts, holt sie wieder einen Schokoriegel raus. Und hier sehen wir nicht Christian Lindner auf jeden Fall. Da ist er jetzt. Da ist Christian Lindner. Ich glaube, sie sucht ihre Maske. Na, da hatten, richtig, da hast du vollkommen recht gehabt. Es hat aber so ausgesehen, als wenn sie wirklich was sagen würde. Aber Annalena Baerbock hat nichts gesagt. Ich drehe durch, Annalena Baerbock hat nichts gesagt. Aber sie trägt eine freche Übergangsjacke aus nachhaltiger Alpaka-Wolle. Wirklich, dafür 300 schreiende Journalisten am Teppich? Robert Habeck sagt, Zitat, die Ampel darf nicht scheitern. Ja, könnte ja rein theoretisch noch passieren. Wegen der neuen Vertraulichkeit wissen wir gar nicht, wie heftig die sich hinter den Kulissen streiten. Auch heute wurde wieder sehr viel über Aufbruch und Modernisierung geredet. Wer ist denn gegen Modernisierung? Ich sag mal den Satz, lass das deutsche Internet mal genauso, wie es ist. Den hört man eher selten. So, jetzt kriegen wir endlich Butter bei die Fische statt Phrasen. Manche klangen ja fast schon verstörend privat. Das heißt, es braucht einen Vertrauensraum, der es den Partnern ermöglicht, Dinge mal zu probieren, der Fantasie sozusagen zu folgen. Mit den Partnern plural fantasievoll Dinge probieren. Warum möchte ich plötzlich duschen? Egal. Was man, ganz ernsthaft jetzt, was man loben muss, diese neuen Ampelideen, die heute rausgekommen sind, reichen endlich mal weiter als bis zur nächsten Wahl. Längerfristig gedacht. Aber egal, wer am Ende Finanzminister wird, einige davon, von diesen Ideen, werden wohl noch am Geld scheitern. Ja, denn davon haben wir nicht mehr so viel. Wenn die GroKo, wir erinnern uns, wenn die GroKo sich gestritten hat, also Mütterrente oder Rente mit 63, war die Lösung, scheiß drauf, wir machen beides. Das geht so nicht mehr. Die ganzen Ausgabenwünsche erfüllen mit Schuldenbremse und ohne Steuererhöhung, um zu glauben, dass das funktioniert, muss man schon sehr viel legalisiertes Cannabis rauchen, meine Damen und Herren. Ja, zuletzt wurde schon über Schatten- oder Nebenhaushalte geredet. Hier, Lindner noch kurz vor der Wahl. Also kommt der Vorschlag des potenziellen Finanzministers Robert Habeck. Lasst uns nicht mehr von Schulden sprechen, sondern von Krediten. Nichts geht über ein natürliches Lachen. Und koalieren. Koalieren geht nicht ohne Kompromisse. Tatsächlich müssen wir bei einigen Themen als Bürger beten, dass sich die Parteien nicht zu 100% durchsetzen. Die FDP zum Beispiel mit ihren Steuerplänen. Die 1:1 Umsetzung könnte den Staat wirklich absurd viel Geld kosten. Trotzdem gilt Christian Lindner immer noch als großer Finanzexperte. Wie geht das? Kann man jetzt lernen. Die Christian Lindner Masterclass. Wie reißt man ein 90 Milliarden Loch in den Bundeshaushalt? Einer der besten Volkswirte der Welt hatte leider keine Zeit. Deswegen erklärt Christian Lindner, was passiert, wenn man Steuern senkt und trotzdem investiert. Dann sind 90 Milliarden jedes Jahr weg. Futsch, nicht mehr da, an einem besseren Ort.
Aber warum kennt sich dieses Finanzgenie so verdammt gut mit Geld aus? Ihre freundliche Maske, die mich heute Morgen vorbereitet hat, sagte, ich sei ja Steinbock und damit könnte ich ja gut mit Geld umgehen. Genau, Qualifikation Steinbock. Und nächste Woche lernen wir von Annalena, wie man einen Lebenslauf frisiert. Denn sie ist Sternzeichen Bärbock. Würde ich nicht buchen. Die Masterclass. Ja. Nee, das ist totaler Beschiss, der Kurs. Sowas erkenne ich als Widder sofort. Man könnte ja, mal ganz verrückt gedacht, man könnte ja kleine und mittlere Einkommen entlasten, aber dafür den Spitzensteuersatz erhöhen. Wird nicht passieren, wissen wir seit heute. Ich meine, alle müssen sich doch bewegen. Gilt übrigens auch für die SPD. Die Sozen sagen kategorisch, mit uns keine Erhöhung des Renteneintrittsalters. Punkt. Ja. Kompromissvorschlag. Wer erst mit 67 in Rente will, fängt dafür früher an zu arbeiten. Ja, warum denn nicht? Warum? Ja, wirklich jetzt. Ich habe noch keinen 7-Jährigen über Rückenschmerzen klagen hören. In diesem Jahr muss der Staat 106 Milliarden Steuerkohle bei der Rente zuschießen. Das ist ein Fünftel des Bundeshaushalts. Und das wird in den nächsten Jahren ohne echte Reform deutlich mehr. Warum? Wegen der ganzen Boomer, die in Rente gehen. Ja. Ja, immer mehr Geld bedeutet das für Rentner, das dann natürlich für Zukunftsthemen wie Bildung oder Digitalisierung fehlt. Das ist so. Ich dachte, das wäre eine Zukunftskoalition. Jo, Digga, hört mal auf, die SPD zu dissen. Die macht echt viel für uns junge Leute. Alle anderen Parteien sind mega cringe. Wird. SPD. Zukunftspolitik für Leute, die gar nicht mehr so viel Zukunft haben. Ja. Deswegen räumen wir so ab bei Ü60 zuletzt. Ja. Ja. Deshalb haben die Sozen eben fast alle Wahlkreise gewonnen. Immerhin will die Ampel am Einstieg in einen staatlichen Rentenfonds arbeiten, hat man heute gelesen. Apropos Leute, die nur noch wenig Zukunft haben. Die CDU ist, diese Woche in einer Umfrage, jetzt wird's bitter, unter die 20%-Marke gerutscht. Unter 20. Wenn das so weitergeht, können Sie das Adenauerhaus direkt untervermieten. Ja. Das passt doch super. Ja, das passt. Nein, das passt schon gut zusammen. Die gehen auch nicht besser mit ihrem Personal um. Ne? Bei der CDU stirbt so langsam die letzte Hoffnung auf Jamaika. Der Zug ist abgefahren. Super Metapher. Findet auch dieser FDP-Abgeordnete und ja, übertreibt es dann ein wenig. Der Ampelzug rollt. Die Union war nicht abfahrbereit. Und dann sind wir halt in den Zug eingestiegen, der abfahrbereit war. Wer setzt sich ins Führerhaus des Zuges? Und beim Unionzug haben sich eben noch Lokführer und Schaffner und sonstiges Personal gekeilt. Der SPD-Zug und der Unionszug. Ja, da standen zwei Züge. Der Ampelzug auf dem Bahnhof. Dann sind wir halt in den Zug eingestiegen. Wenn dann am Bahnhof ein neuer Zug steht, kann man da einsteigen. Grüne und FDP wollten losfahren. Und wer weiß, vielleicht steigen ja Grüne und FDP irgendwo aus dem SPD-Zug wieder mal aus. Dann müsste jetzt auch mal ihren Zug aus dem Bahnhof rausbringen. Die nächste Zugmetapher verspätet sich um hoffentlich 60 Minuten. So, wie geht's jetzt weiter mit der völlig entgleisten Union? Ende des Monats sollen die Kreisvorsitzenden überlegen, wie basisdemokratisch die neue Parteiführung bestimmt wird. Das heißt, die diskutieren schon wieder nur über Köpfe. Ja. Statt sich endlich mal zu überlegen, was sie eigentlich sein wollen. Was ist heute noch konservativ? Hier mal eine klassische Antwort mit überraschender Schlusspointe. Ich glaube, uns als CDU tragen ja Grundüberzeugungen, die auch in der Zukunft nach wie vor modern sein können und müssen. Aus dem christlichen Menschenbild heraus etwa das Leistungsprinzip. Christliche Werte wie das Leistungsprinzip? Andererseits, Jesus hat sogar noch nach seinem Tod weitergearbeitet. Das ist also, Entschuldigung, mehr Leistungsprinzip geht ja gar nicht. Ja. Ja. Das Leistungsprinzip.
Jesus würde heute FDP wählen, natürlich. Denn wie heißt es im dritten Gebot? Du sollst nicht harzen. Man kann es drehen und wenden, wie man will. Die Union braucht einen Neuanfang. Und stellen Sie sich vor, da legt die CSU, die kleine Schwester, eindeutig vor. Ich gehe sogar so weit zu behaupten, bei der CSU hat gerade von Ihnen unbemerkt eine Revolution stattgefunden. Sie haben ganz richtig gehört, eine Revolution in Bayern. Und zwar wagt die junge Union dort den offenen Aufstand gegen Markus Söder. Ist am letzten Wochenende passiert. Wir schalten mal live in die Münchner Innenstadt zu unserem Reporter Albrecht Humboldt. Albrecht, bringen Sie uns doch mal auf den Stand. Oliver, Sie sehen es vielleicht hinter mir. Verstärkte Polizeipräsenz und ein Bataillon Gebirgsjäger sichert zur Stunde Söders Staatskanzlei. Kein Wunder, nach den Ereignissen des letzten Wochenendes. Auf dem Parteitag der Jungen Union in Deggendorf mit Stargast Markus Söder beantragen durchgedrehte CSU-Kinder die wunderbaren Worte Markus und Söder aus einem Antrag zu streichen. Da hätte stehen sollen: Unser Zugpferd Markus Söder. Und dann geht da so ein Bengel ans Mikrofon und sagt: Es kann nicht sein, dass wir alles nur auf eine Person zuschneiden. Das funktioniert einfach nicht mehr. Wir sind keine Ein-Mann-Partei, wir sind die CSU. Keine Ein-Mann-Partei? Ja, was denn sonst? Eine Hippie-Kommune, wo alle Menschen gleich viel wert sind? Ich vermute, das war subtile Kritik der Parteijugend an Herrn Söders Ego-Trip der ganzen letzten Monate. Ja, und ich vermute, diese Rotzblagen müssten mal ordentlich verwemst werden. Immerhin, der Versammlungsleiter hat noch versucht, den Eklat zu verhindern mit einer Kompromissformulierung. Statt Zugpferd Söder. Zum Beispiel mit Markus Söder oder den Staatsministern. Nein! Gut. Da schreit einer laut Nein! Zu meiner Zeit kannten wir das Wort gar nicht. Wir sind ja damals in die Junge Union eingetreten, weil wir eben nicht aufmüpfig waren. Gut, und natürlich, weil uns Frauen nicht mal mit der Kneifzange angefasst hätten. Aber das ist ja hier nicht der Punkt. Ja, was ist denn der Punkt? Der Punkt ist, man kann sich nicht einfach als Parteijugend gegen den großen Vorsitzenden auflehnen. Okay, zuerst dachte ich noch, komm, pff, egal. Ein so ein drogensüchtiger Irrer stellt einen Anti-Söder-Antrag. Kommt eh nicht durch, aber dann? Dann schließe ich die Abstimmung und wir wissen, was rauskommt. Herzlichen Glückwunsch. Die klatschen auch noch. Und dann dürfen die danach unbehelligt den Saal verlassen. Klar, man hat sich alle Namen aufgeschrieben, aber der Schaden ist ja angerichtet. Was sollen die Leute jetzt in Bayern denken? Wieso? Es ist doch ganz schön, dass da auch mal eine eigene Meinung vertreten wird. Ach ja? Was kommt denn als nächstes? Ziehen hier Mitglieder der Jungen Union mit gereckter Faust durch München und schreien: Nieder mit dem Söder-Regime oder was? Oh, die Herren Wachtmeister, Missverständnis. Ich habe gerade fiktive Mitglieder der Jungen Union lediglich zitiert. Ja, ich würde ja niemals, ich bin ja selber großer Fan vom Söder-Regime. Fan der ersten Stunde sozusagen. Albrecht Humboldt, vielen Dank. Brrrr. Howdy, Leute. Ich wollte euch nur um ein kleines Abo bitten. Einfach anklicken. Macht's gut. Na los! Na los, du Scheißpferd! Hey!